Are you listening? Damn. Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingerutscht, ins neue Jahr 2017. Und heute gibt es von mir ein Ankündigungsvideo, und zwar, ich habe vor, jetzt so Technikanalysen zu machen. Das heißt, ihr könnt mir eure Videos zuschicken, wo ihr Bankdrücken macht, wo ihr Kreuzheben macht, wo ihr Kniebeugen macht, genau. Und ich analysiere das dann für euch. Das heißt, ich sage euch, wo ihr Fehler macht, wie ihr diese verbessern könnt. Und ich möchte euch einfach helfen, eure Technik zu verbessern. Denn als ich angefangen habe zu trainieren, habe ich sehr, sehr viele Fehler gemacht. Ich habe wirklich mit grottiger Technik trainiert. Und ja, habe dann auch circa ein Jahr lang mit schlechter Technik trainiert, was zur Folge hatte, dass ich mich verletzt habe. Ja, habe dann ewig lang Probleme gehabt mit dem Rücken, mit dem unteren Rücken, ja. Aber längere Geschichte, kann ich später mal drauf eingehen, in einem anderen Video vielleicht. Aber ich möchte euch helfen, dass ihr euch eure Technik quasi verbessert, dass ihr seht, wo eure Fehler sind, und ja, wie ihr diese behebt. Das heißt, schickt mir einfach eine E-Mail mit euren Videos an technik.strongpersonality@gmail.com. Ich blende es natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung ein oder im Video. Ich hoffe, ich habe es nicht verkehrt gesagt, aber ich glaube, ich bin mir sicher. Genau, da könnt ihr mir diese Videos hinschicken. Sendet mir bitte aber vom letzten Arbeitssatz das Video. Das heißt, wenn ihr drei Arbeitssätze habt, dann bitte vom letzten Satz. Denn im letzten Satz ist es ja immer schwieriger, ja, die Technik zu kontrollieren, denn man hat nicht mehr so viel Kraft, man hat nicht mehr so viel Energie. Und ja, deswegen bitte vom letzten Arbeitssatz das Video schicken, und dann schaue ich da mal drüber, analysiere das, gebe euch natürlich Feedback, Video-Feedback, also ich werde das Ganze in einem Video verarbeiten, und schreibt es dann bitte noch zu der E-Mail dazu, ja, wo ihr genau die Probleme habt, wieso und warum und wie lange ihr schon trainiert, würde mich einfach interessieren, und dann verarbeite ich das Ganze in einem Video, wie schon gesagt, und dann bekommt ihr das Feedback, ja, denn man sieht ja immer wieder in den ganzen Fitnessstudios, ja, vor allem bei Kreuzheben gibt es immer Probleme. Also man sieht fast kaum einen, der richtig Kreuz hebt. Und beim Kreuzheben ist es vor allem sehr, sehr wichtig. Denn wenn ihr nicht richtig die Kreuzhebeausführung beherrscht, dann könnt ihr damit viel, viel mehr kaputt machen, als ihr damit Muskeln aufbaut. Oder als es euch... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, Kreuzheben ist wichtig, dass man da die richtige Technik hat, wie bei allen anderen Sachen auch, aber vor allem beim Kreuzheben kann man sich sehr, sehr viel kaputt machen. Also, wie gesagt, das ist mein Geschenk an 2017 an euch. Nehmt das Angebot an, ich freue mich auf eure Videos. Teilt das Video mit euren Freunden, gebt mir einen Daumen nach oben, aber vor allem teilt das Video mit euren Freunden, dass so viel wie möglich davon profitieren können. Die Technik, dass man mal über die Technik drüber schaut. Ich bin übrigens selber Sportwissenschaftler, trainiere jetzt auch schon seit einiger Zeit und habe vor allem am Anfang sehr viele Fehler gemacht, und deswegen kann ich da aus Erfahrung sprechen, und auch aus sportwissenschaftlicher Sicht kann ich da ein paar Inputs geben. Deshalb, ja, liked das Video, teilt das Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training. Ich freue mich auf eure Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ah ja, übrigens, ich filme gerade mit der Handykamera. Eigentlich geile Quali, oder? Schaut ziemlich gut aus, finde ich. Ja, ist gut. Ist geil, ist approved. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen and you can't do anything about it, right? Wrong. When the world turns its back on you, you turn your back on them.